wir haben jetzt ein separates Tutorial für den Gear-Sensor. Ich montiere den sehr gerne, ich finde es ein sehr praktisches Tool. Der Gear-Sensor unterbricht kurzzeitig die Motorleistung, damit die Schaltung es besser schafft, oder die Kette schafft es besser, auf den nächsten Gang zu springen, weil der Zug entlastet wird. Das ist ja auch, wenn ihr ohne Motor tretet, wird auch immer etwas Tretleistung zurückgenommen, damit die Gänge schön reinflutschen. Und das macht dieser Gear-Sensor automatisch. Er hat einen Read-Sensor mit drin und registriert jede Bewegung vom Schaltseil und macht dann eine kurzzeitige Unterbrechung, die dann aber ausreicht, um in den nächsten Gang zu schalten ohne Krachen. So, wie bereiten wir das vor? Als erstes hier die Endkappe abzwicken mit entweder so einem Spezialtool oder einem sehr guten Seitenschneider. Dann habe ich hier etwas Sekundenkleber drauf gemacht, damit sich das Schaltseil nicht auseinanderspleißt, und dann kann ich das schon rausziehen. So, dann ziehen wir das Schaltseil komplett raus. So, der Gear-Sensor nimmt einen Platz von etwa 5 cm ein. Das heißt, wir kürzen um etwa diesen Abstand die Schalthülle. Eignet sich auch wieder gut diese Spezialzange. Der Gear-Sensor sollte positioniert werden, wo das Schaltseil am geradesten verläuft. Ruhig auch mal schauen, was passiert, wenn ihr den Lenker bewegt, ob das Schaltseil immer noch an derselben Stelle ist. So, ich nehme dann nur ein kleines Stück der Außenhülle, fädel das wieder durch. Schön vorsichtig, dass es sich nicht auseinanderspleißt, sonst muss ich gleich wieder ein neues Schaltseil einführen. Deshalb mache ich das schön separat. Dann enthüllen, drücke das fest zusammen und dann wird der Gear-Sensor durchgefädelt. Er wird auch mit Strom versorgt, das heißt, bei jedem einzelnen Schaltvorgang leuchtet hier diese rote LED auf. Das ist so ein bisschen der heikelste Teil von dem Ganzen, wenn das Schaltseil noch den Knick drin hat. Da ruhig mal jede Position durchprobieren, wie es am besten reingeht. So, schon drin. Den dann auch durchfädeln. Noch eine Endkappe drauf machen und dann können wir es eigentlich schon wieder in den Rahmen zurückführen. So, wir haben jetzt das Kabel wieder durchgeführt, wieder in das Schaltwerk eingefädelt, zugemacht. Die Spannung vom Schaltseil muss noch ein bisschen eingestellt werden, nachgestellt. Das kann man entweder hier am Schaltwerk selber oder vorne am Lenker machen. Dann einfach noch anstecken am Bremsausgang vom Motor selber und schon gibt es eine kurze Schaltunterbrechung, egal beim Hochschalten, beim Runterschalten, und fertig ist der Gear-Sensor.